Hearthstone, let's play! Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der Zwischenzeit habe ich jetzt auch mein Zubehör und das ganze Zeug, den Rest quasi, die restliche Lieferung für mein Mikrofon bekommen. Jetzt habe ich das Ganze auch noch ein bisschen optimiert. Mit der Halterung, mit dem Popschutz. Jetzt sollte es noch einen Tacken besser sich anhören. Ja, und eigentlich war es geplant, dass ich heute jetzt nochmal ein ganz normales Let's Play hinlege oder halt einfach ein PvP mit meinem Priester. Jetzt habe ich gerade eben gesehen, das Kartenchaos ist jetzt irgendwie aufgeploppt. Also quasi. Jede Woche gibt's verrückte neue Spielregeln. Quasi mal was anderes, dachte ich, wenn mir das schon vom Spiel jetzt direkt angeboten wird. Und warum eigentlich nicht? Ich dachte mir, komm, wir machen mal was anderes heute. Das Ganze nennt sich irgendwie Captain Schwarzherz Schatz. Und hier steht jetzt in dem Fall, der Captain hat für alle Schätze zurückgelassen. Aber am allermeisten für euch. Öffnet in jedem Zug eine Schatztruhe mit drei zufälligen Karten und wählt eine davon aus. Also dieses Kartenchaos ist einfach Hearthstone quasi, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Mini-Mod oder sowas. Also man kann da praktisch Hearthstone spielen und Blizzard lässt sich immer irgendwelche, ja, wie soll man sagen, kleine Gemeinheiten einfallen oder wie so eine Challenge irgendwo quasi, wenn man sagt, spiel zwar Hearthstone, aber spiel's jetzt, was weiß ich, blind oder spiel Hearthstone, aber mit was weiß ich, keine Ahnung was, ohne, nur mit drei Karten oder sowas, oder die lassen sich halt immer irgendwie was einfallen, dass man quasi aus dem normalen Hearthstone wegkommt und was anderes spielt. Und ich dachte mir heute, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, versuchen wir einfach mal so ein Kartencast zu spielen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was mich erwartet. Aber schauen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Ich kann natürlich ein Deck auswählen. Ich werde jetzt natürlich, ihr werdet zwar sagen, ach, nicht schon wieder, aber ich werde jetzt natürlich schon Priester nehmen, weil ich den natürlich gewohnt bin. Beim Kartenchaos weiß ich ja auch nicht, was mich erwartet, also. Aber ich dachte, wir schauen mal zusammen rein. Schauen wir mal. Mal was anderes. Kann natürlich auch die totale Grütze werden, aber jetzt schauen wir mal. Anduin gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ach du Schande, was ist das denn? Wird den Sieg bringen. What the fuck? Ja toll, ist es jetzt ernsthaft jetzt? Habe ich jetzt nur die? Ist das Absicht oder so? Ich mache jetzt mal, was ich, zwei weg oder so. Ich wette, da kommen dieselben wieder, oder? Ja, war klar. Man hat wahrscheinlich nur die drei Karten plus Schatztruhe. Oh weh. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich nehme mal die da. Die ist geil. Die kann ich nämlich gleich spielen. Ist jemand verletzt? Das war's. Das ist ja witzig. Also, ist mal was anderes. Ja, wie gesagt, das ist doch eigentlich ganz, ganz cool. Mal was anderes, wie gesagt. Mal gespannt, was das jetzt gibt. Wenn ich verliere, dann irgendwie, ich bin unschuldig. Beinahe. Klar machen zum Entern. Hey, Pirat. Hippie. Eine Legend. Episch. Ihr könnt eure Heldenfähigkeit pro Zug zweimal einsetzen. Die nehme ich. Die ist geil, die nehme ich. Antreten! Sofort! Also eine epische, da kann ich nicht widerstehen. Also, das ist ja witzig, der Spielmodus. Es ist halt jedes Mal anders. Ich glaube immer donnerstags oder mittwochs oder irgendwie sowas ändert sich dieser Spielmodus. Ist auch nicht jede Woche, also. Aber ist ja cool. Klar machen zum Entern. Okay. Was haben wir jetzt? Vernichtet einen Diener. Ja, das könnte schon mal helfen. Oder ich nehme den hier für die nächste Runde. Das könnte auch ziemlich Druck machen, also. Ich glaube, ich nehme mal den. Weil ich wollte in der Runde mal irgendwie versuchen, mal was zu heilen, weil die auf Heilung geht. Dann kann ich nämlich mal einen wegklatschen. Obwohl der, ja, obwohl doch geht. Ich wollte sagen, ich kriege ihn jetzt nicht ganz weg, aber doch geht. Zahle ich mal ihn. Jetzt müsste ich, glaube ich, eine Karte kriegen dafür. Ja, genau. Genau. Ich dürfte sogar nochmal heilen durch diese epische. Aber so viel Mana habe ich jetzt nicht, also. Aber ist witzig, also. Ist ja echt lustig, also. Das ist jetzt noch mehr Zufall, wer gewinnt so ein bisschen, weil je nachdem, was in der Schatztruhe ist quasi. Nochmal eine epische. Verringert die Kosten jeder Karte. Kampfschrei fügt jedem Helden drei Schaden zu. Auch nicht so toll. Ich nehme, glaube ich, mal die, dann kann ich die epische ein bisschen stärker machen. Genau.
vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt mache ich den noch weg. Und jetzt spiele ich, glaube ich, noch einen Pirat. Ja, doch. Klar machen zum Enter. Das ist ja echt witzig, oder? Also ich finde, das ist mal was anderes. Das ist mal was anderes. Hier geht's bald heiß her. Okay. Was haben wir jetzt? Inspiration. Lasst diesen Diener auf eure Hand zurückkehren. Ich weiß nicht so recht. Verleiht am Ende eures Zuges einem anderen zufälligen befreundeten Diener einen Angriff. Ja, das ist schon eher was für mich. Das ist schon eher was für mich, würde ich sagen. Spiele ich die auch mal? Aber ich muss den heilen. Ich will den nicht verlieren, der jetzt auf dem Deck liegt. Und ja, ich glaube, ich mache den mal weg. Jetzt müsste er doch nochmal einen Angriff mehr kriegen, oder? Ja. Ja, ist witzig irgendwie. Also auf jeden Fall. Gefällt mir irgendwie. Gefällt mir. Spannend. Mal was anderes. Ein Piratenduell quasi. Ich frage mich, ob... Barbossa gegen, wie hieß jetzt der andere? Johnny Depp, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Jack Sparrow, genau. Barbossa gegen Jack Sparrow. Aber ich bin Jack Sparrow. Klar machen zum Entern. Vertauscht Angriff und Leben aller Diener? Nee, der ist auch doof mit den Geheimnissen. Inspiration ruft einen Kriegskodo. Das ist geil, das finde ich nicht schlecht. Ja, den nehme ich. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich jetzt gleich spiele, ist mein Mana weg. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so passend, weil ich will auf jeden Fall wieder heilen. Ich glaube, jetzt heile ich mal ihn. Und hau mal was weg. Stillgestanden! Und spiel den jetzt mal. Es ist an der Zeit. So quasi. Ja. Ich glaube, es läuft nicht so schlecht für mich gerade. Ich glaube, es läuft nicht so übel gerade. Ich glaube, es wird ein längeres Match. Oha, was ist jetzt los? Eieiei. Alter Feger, ey. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt, ey, um Himmels Willen? Krasse Karte, ey. Nein, jetzt ist mein Epischer weg. Nicht schön. Nicht schön. Was haben wir jetzt da? Verleiht eine Mech. Nee, das brauche ich nicht. Kampfschrei erhält 1-1. Ersatzteil? Nee, auch nicht. Das ist gut. Ja, das ist gut. Dann kriege ich vielleicht meinen epischen zurück. Obwohl ich eigentlich auch den mal spielen könnte. Das finde ich jetzt fest. Aber in dieser Runde gestorben, dann kriege ich den sonst nicht mehr zurück. Ja, ich probiere es mal. Komm. Ja, das ist gut. Jetzt habe ich den wieder, meinen epischen. Das war wichtig, finde ich. Jetzt kann ich noch einen Pirat spielen. Jetzt heile ich den. Genau. Es ist an der Zeit. Jetzt habe ich meinen Legend zurück. Ja, jetzt hättest du ruhig dem Epischen geben können. Der hat doch seine Fähigkeit noch, oder? Ja. Gut. Das soll eine Waffe sein? Okay. Oha. Verursacht 2 Schaden. Verursacht 3 Schaden. Wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt, gut, habe ich nicht. Verleiht einem Diener -2 Angriff in diesem Zug. Uiuiuiui. Ich glaube, ich nehme mal die da. Weil dann kriege ich den weg. Allerdings müsste ich dann meinen epischen opfern. Aber 7-4, das kann ich nicht bringen. Den muss ich wegmachen. Dann ist zwar mein epischer weg, aber das kann ich jetzt nicht machen. Also. Stillgestanden. Der muss weg, auch wenn der epische dafür stirbt. Ja. Der muss weg, dann spiele ich jetzt mal den. Ein guter Kodo-Spiel. Das könnte nämlich auch nett werden. Jedes Mal, wenn ich heile, bekomme ich so ein Kriegskodo. Das klingt geil, also.
Ich sehe schon, das wird ein größeres Match. Also ich glaube, da spiele ich heute ein Match und das war dieses Kartenchaos, weil dieses Match hat seine Länge, glaube ich. Aber macht ja nichts, also. Hat es auf jeden Fall mal was anderes hier, also. Spannung. Ja, er kriegt den schon mal nicht weg, diesen Typ da. Nicht unbedingt. Ja, jetzt mache ich gleich mal die Inspiration. Ja, genau, dann kann ich die noch nehmen. Die kriegt nämlich auch die den Inspirations-Push. Wie viele Finger zeige ich? Mache ich den. Dann mache ich den. Jetzt kriege ich den Kodo. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt vielleicht noch ein Pirat. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt auf ihn gehe. Da hatte ich jetzt Schiss, dass ich den jetzt sonst verliere. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, ich führe. Würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich führe. Ich bin richtig aufgeregt. Es hat was, dieser Spielmodus. Gefällt mir. Eieiei. Eieieiei. Das war gemein. Hoffentlich bleibt wenigstens meiner übrig. Mein Kodo hat es überlebt. Naja, von mir aus. Immerhin. Aber jetzt hat er halt auch nichts mehr auf dem Deck. Kampfschrei fügt einem zufälligen feindlichen Diener 4 Schaden zu. Ja gut, das bringt mir ja nicht viel. Vertauscht Angriff und Leben, das hat man schon. Gut, ich nehme jetzt trotzdem den, weil das ist noch die beste, sag ich mal. Auch wenn es jetzt keinen feindlichen Diener gibt in dem Fall. Aber ich kann dann trotzdem Stack voll, Sport voll klatschen. Kann ich wenigstens ein paar Diener rausspielen. Ja. Besser als nichts, hätte ich gesagt, also. Ja, schon ein witziger Spielmodus auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Da wäre es auch interessant zu überlegen, welche Klasse ist da das Beste? Vielleicht was zum Heilen oder vielleicht die Magierin mit ihrem Feuerball. Was jetzt? Weil es ja eigentlich egal, die Karten haben ja damit nichts zu tun. Du kannst eigentlich nur nach der Heldenfähigkeit gehen, welche Klasse du auswählst. Hurra. Yeah, Metal Baby. Kriegt ihr hier ein Legend oder was? Verursacht 4 Schaden und zieht eine Karte. Das hilft schon mal. Ja, genau. What the fuck? What the fuck? Kampfschrei entdeckt eine Todesröcheln-Karte. Nicht so prall. Wählt einen Diener, stellt bei einem Helden. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt mache ich erstmal diese 4 Schaden. Wie cool ist das mit dem Gitarrensound, ey? Das gefällt mir also. Quatsch. Auf Wiedersehen, Legend. Ja, mache ich das hier, glaube ich. Okay. Ich gehe jetzt aber, glaube ich, auf ihn. Die Einer können mich mal. Na, Druck machen. Mal ein bisschen Druck machen, wie gesagt. Die Einer können mich jetzt einfach mal, die da auf dem Board liegen. Bin ich gespannt. Ich trage die Kraft der Pechschwingen in mir. Na, das war zum Glück nichts Besonderes. Ja, daran darfst du dich ruhig aufreiben. Das macht nichts. Ich habe meinen Heilungsangriff nämlich immer noch. Stell 5 Leben wieder her. Naja, Kampfschrei erhält einen Angriff und Spott, wenn ihr einen Drachen. Was haben die denn immer mit ihrem Drachen, ey? Kampfschrei verleiht einem Diener -2 Angriff. Ja, genau. Dann halt die da. Ja, ist jetzt auch egal. Ich meine, ich mach den eh weg. Ob der jetzt einen Angriff hat oder nicht. Das war jetzt nicht so cool, was jetzt gerade in den letzten Schatztruhen drin war. Konnte ich jetzt nicht so brauchen. Aber die hebe ich mir mal auf für den Notfall. Ein 8-8er. Auchi. Auchi. Jetzt gib mir mal was Gescheites. Komm. Oh, jetzt kommt er mir wieder mit dem Drachen. Das ist doch nicht dein Ernst. Nehme ich halt die. Das mit dem Drachen brauche ich jetzt echt nicht. Wollte ich jetzt auch nehmen können. Vielleicht hätte ich dann wirklich was zum Angreifen gehabt. Aber wie gesagt, also ich habe eh keine Drachen auf der Hand. Was soll das bringen? Lieber mal irgendwas stillen können oder sowas. Spontan.
Irgendwas Größeres in Legend oder sowas. Ich kann mich ja noch heilen und habe noch die Heilungskarte, denn mit dem 8-8er muss er da erstmal mich dann niederringen. Weil seine Energie oder seine Lebensenergie wird ja auch nicht besser. Er hat ja nur noch 16. Gut, er wird jetzt auf den 3-5er gehen. Aha. Ey, der hat jetzt aber auch ein bisschen Schwein, oder? Ich habe noch nicht einen so ein Legend gehabt. Kostet ein weniger für jeden Einsatz eurer Heldenfähigkeit in diesem Spiel. Aha. Gut, da wir eh schon bei 10 Mana sind, kann ich den noch nehmen. Ja, ich glaube, ich nehme den mal. Den kann ich spielen, also. Aber seht ihr, jetzt bringt mir diese stillen Karte was. Also, die brauche ich nämlich jetzt auch. Die brauche ich jetzt nämlich auch, also. Jetzt hat er natürlich ziemlich viel Angriff auf dem Deck mit 9 und 8. Das ist natürlich ziemlich übel. Gebe ich zu. Aber naja, was soll ich machen? Ich versuch's ja schon. Aber der hat auch wirklich Schwein. Jetzt hat er diesen Rockstar-Legend gehabt. Jetzt hat er diesen... Was ist das für einer gerade hier? Dieser Majordomus, so wie er heißt. Executus. Also der hat jetzt auch ein bisschen Legend-Glück. Ein bisschen fies. Ich habe ziemlich viel Schrott bekommen irgendwie in den Schatztruhen. Gemeinheit. Immer auf die kleinen Dicken, die man rumrollen kann. Ja, das kann ich ruhig machen, Giro, meine Diener. Ich fliege. Tja, ja. Ich weiß schon, warum ich Priester ausgewählt habe. Na, endlich habe ich auch mal einen Legend. Vielen Dank auch. Immerhin. Obwohl er das nicht überlebt, wenn er jetzt mit dem neuen Fünfer auf ihn drauf geht, was er mit Sicherheit machen wird. Aber dann ist das Board wenigstens wieder so halbwegs geklärt. Ich will nicht verlieren. Ich mag nicht. Mann, das wird echt eine lange Folge, wollte ich sagen. Oder langes Match. Wir sind jetzt schon bei 17 Minuten und... Ich frage mich, ob... Kein Ende in Sicht, habe ich das Gefühl. Was für ein Match, ey. Was für ein Match. Man kann aber auch 5 Jahre überlegen, welche Karte man nehmen soll. Mach was, Junge. Es geht nicht um dein Leben. Ja, noch ein Legend. Mhm, das ist schon der dritte. Das ist schon der dritte. Da hätte ich jetzt auch die stillen Karte gebrauchen können. Auch ein Legend. Okay, fügt eurer Hand jedes Mal einen zufälligen Mech hinzu, wenn ihr einen Zauber wirkt, der einen kostet. Aha. Was ist das? Fügt jedem Diener Schaden zu, der seinen Angriff entspricht. Oh, das ist nett. Dadurch müsste doch Sport leer sein fast schon, oder? Obwohl der hat, glaube ich, einen... Ach, sehe ich es nicht, weil der mehr im Weg ist. Mal kurz gucken. Obwohl der hat 5 Siebener, der überlebt es ja praktisch. Mann, das weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Also soll ich jetzt... Ich nehme, glaube ich, den. Ist vielleicht auch nicht schlecht, also. Zack, zack! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Weil den kriegt er ja gar nicht ohne weiteres weg, weil der 6 Leben hat. Da muss er ja schon fast mit beiden Dienern drauf gehen. Und der linke Diener überlebt es ja nicht, also. Und das wäre ein Dings gewesen. Vielleicht hätte ich mich heilen sollen, dann hätte ich noch diesen Mech machen sollen. Aber jetzt ist es zu spät, schade. Weil das wäre ein Mana gewesen. Tja, okay. Das wird, glaube ich, nichts mehr, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht so recht. Fügt auch den benachbarten Dienern seines Ziels Schaden zu. Das ist das Leben vertauschen. Tja, nehme ich jetzt Voidjin oder... Ich glaube, ich nehme mal Voidjin. Wer ist jetzt der Kriegshäuptling? Jetzt muss ich mich auf jeden Fall auch mit der Karte hochheilen, sonst verliere ich das Ding hier. Muss nicht sein. Also ich versuche mich zu wehren, also. Also auch nicht so recht. Ob ich es hinbekomme noch. Der hat jetzt aber auch in jeder Runde einen Legend, oder? Kommt mir das nur so vor, oder? Was ist denn das, ey? Also der hat jetzt wirklich in jeder Runde einen Legend. Was ist denn das? Ja, genau. Und noch ein Legend. Mhm. Tja, Heilige Nova bringt jetzt nicht viel. Bringt einen Diener. Was bringt einen Dämon zum Schweigen? Das habe ich gemeint. Was sind denn das für Karten? Es bringt einen Dämon zum Schweigen. Ja, super. Davon habe ich jetzt voll viel. Davon habe ich. Also, das. Ihr müsst doch zugeben, der hat die ganze Zeit Legends und ich habe hier so 2er Dinosaurier oder sowas. Oh Gott, ey. Womit habe ich das verdient? Keine Ahnung. Ich glaube, das wird nichts mehr.
Das wird nichts mehr. Der zieht in jeder Runde einen Legend aus der Schatztruhe. Schade. Ärgert mich. Aber was soll ich machen? Ich krieg da irgendwelche 3-2er-Dinosaurier und er einen Legend nach dem nächsten. Kann ich auch nichts machen. Noch eine Nova und der wäre wenigstens der 6-1er weg. Was jetzt? Ich hoffe, in der nächsten Runde gibt er mir mal irgendwas Krasses. Keine Ahnung, Ragnaros oder sowas, oder sonst kriege ich das, glaube ich, nicht mehr hin. Ach, jetzt hör halt auf. Jetzt hör halt auf. Ohne Spaß. Cheatet der oder was? Das regt mich jetzt langsam auf. Das gibt's doch nicht. Wieso hat denn der in jeder Runde ein Legend? Was ist denn das? Sowas Blödes. Ja, toll. Das war's. Da kann ich aufgeben. Gut gespielt. Das packe ich nicht mehr. Ihr habt mich besiegt. Schade, aber das war nicht zu machen. Der hat ja jede Runde Legend gezogen. Was soll ich machen? Das konnte ich nicht schaffen. Also, ich hätte es gerne gewonnen, aber keine Ahnung. Wusste ich jetzt nicht, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Also, der hat wirklich Legend und noch ein Legend und noch ein Legend und ich krieg da irgendwelche 3-2er-Dinosaurier. Schade. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Also, das hat mir Spaß gemacht. Aber in dem Fall seht ihr das dann in der nächsten Folge. Tschüss.